Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kevin zu den Filmen und zwar gibt es heute Top 5 der besten Varo-Teams von Varo 1 bis Varo 4. Und zwar wie auch im letzten Video, es handelt sich immer nur um meine eigene Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung habt als ich, schreibt die mir einfach mal bitte unten in die Videokommentare. Und zwar werde ich demnächst ein Varo-FAQ machen, also ich werde einfach Fragen von euch nehmen über das Thema Varo. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Varo habt an mich, stellt sie mir mal bitte unten in die Videokommentare. Denn ich würde einfach, wie gesagt, gerne ein Video dazu machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an nach dem Intro. So, auf Platz Nummer 5 befindet sich bei mir das Team von Homegrown Benny, also mit dem Hashtag OhShit, für einfach ihre genialen Leistungen und Fallen einfach in insgesamt Varo 3 und Varo 4. Die beiden haben ja insgesamt in Varo 3 und Varo 4 miteinander geteamt und deren Fallen, die sie einfach gebaut haben, ich sag einfach deren Kills, die sie alleine gemacht haben, waren immer sehr krass. Die waren ja mal so ein Team, was immer auf Risiko gespielt hat, also immer in der ersten Folge direkt draufgehen und dann einfach extrem heftige Fallen bauen. Zum Beispiel die eine Falle, die Stegi getötet hat in Varo 3, war ja auch zum Beispiel von Haubner, beziehungsweise von Haubner und Benny. Also sehr verdienter Platz Nummer 5 meiner Meinung nach. Auf Platz Nummer 4 befinden sich Zander und Weiß einfach aus Varo 3. Keiner hat mit denen gerechnet, aber trotzdem haben die mega abgeliefert, haben todesviele Kills gemacht. Ich glaube alleine schon 4-5 Kills kommen da schon safe dabei hin. Alleine haben die solche YouTuber wie MC Expert auch damals getötet, aber haben halt im Finale sind die halt leider gescheitert, aber was soll man dazu sagen? Ein sehr unerwartetes Team, was sehr zerstört hat im Varo 3, deswegen für mich auch verdient auf Platz Nummer 4. So, auf Platz Nummer 3 habe ich mal etwas komisches und zwar Logo Minus Dude aus Varo 4, weil die einfach auch immer aktiv dabei waren, deren Stuff war einfach mega cool und ich habe wirklich einfach mit den zwei einfach nicht gerechnet, aber trotzdem haben die halt immer mit jedem Team halt aufgenommen, sind halt dennoch trotzdem gestorben, aber trotzdem ihre Leistung war, sind einfach mega krass gewesen und deswegen sind die für mich auf Platz Nummer 3. Natürlich könnte man auch Platz Nummer 3 meiner Meinung nach auch Paluten mit Sturmwaffel aus Varo 1 betiteln, aber da ist halt Sturmwaffel gestorben und Paluten hat das Ding solo geholt und ich beziehe mich wirklich nur auf Teamleistungen dieses Mal. So, auf Platz Nummer 2 haben wir das Team von MC Expert mit Venicraft für ihre Leistung aus Varo 2. Keiner hat wirklich mit den beiden gerechnet. Venicraft war zu der Zeit ein Newcomer einfach gewesen. Keiner hat ihn auf den Schirm gehabt, aber er kam halt in dieses Varo-Projekt hinein und hat einfach angefangen zu rasieren und Leute zu zerstören. Insgesamt ist, glaube ich, Veni sogar der Rekordhalter, aber es wird noch ein bezügliches Video dazu kommen. Und zwar ist ja Tim dann ins Finale gekommen, ist leider gescheitert, aber hat den Sieg dennoch zugesprochen bekommen, was ich richtig geil finde. Und dafür einfach ein verdienter Platz 2. Und Platz 1 ist auch Venicraft mit dabei. Und zwar ist es einfach Hashtag Zickzack, die einfach Varo 3 wirklich penetriert haben. Die haben einfach wirklich viele Leute einfach zerstört, sodass sie einfach ihr Minecraft-Account verkaufen mussten. Einfach richtig, also sie mussten nicht wirklich den Minecraft-Account verkaufen, aber ist so eine Redewendung bei uns. Und zwar haben die einfach in Varo 4 verdient gewonnen, meiner Meinung nach einfach, die haben wirklich alles rasiert, die haben wirklich jeden getötet, deren Staff, Bombe, ich finde Basti und Veni an sich als PvP ja mega heftig und als Konstellation zusammen mit dem Hashtag Zickzack rasieren die einfach zu viele Leute, ich würde mich nicht mal schämen, wenn die beiden mich vernichten würden. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine andere Meinung habt, also schreibt mir mal eure Top 5, die ihr habt. Einfach mal bitte unten in die Videokommentare, würde mich mega interessieren. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert mich, wenn ihr weitere Top 5 Pieces Varo-Videos von mir sehen wollt. Also Leute, ich bin raus und ciao.